Moin Sie und zu Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Jedi Fallen Order. Wir sind auf Servo, erkunden hier noch die letzten Geheimnisse. Ein bisschen haben wir noch was vor uns. Zum Beispiel, das muss ich wieder suchen, hier am Pulverisator, da fehlt uns noch ein Geheimnis. Und das werden wir wohl aufspüren. Ups, ich glaube, da drüben müssen wir rein. Lol. Schon hell. Kann nicht wahr sein hier, der sich wieder anstellt. Ich hätte ja auch eine Macht benutzen können. So, da müssen wir mal gucken. Ist schon mal ein bisschen dunkel. Hallo? Hallo? Nicht gut. Ach, da oben ist es ja. Da bin ich wahrscheinlich nicht rangekommen, weil ich keinen Doppelsprung hatte, oder? Und das kann ich mir jetzt gerade gar nicht erklären. Ja, wir gucken uns gleich mal an, wie ich da rankomme. Hä? Wieso hat er ihn losgelassen? Hä? Bist du behindert? Sorry, ich habe hier nichts gedrückt. Wie soll ich denn da hinkommen? Soll ich hier an der Wand entlang rennen und dann da hochspringen zum Companion Cube? Oder ich hier an der. Nein, kann ich nicht. Ah, cool. Das ist keine Rennwand, auch wenn die ein bisschen so aussieht. Kann ich hier auf dem Ding irgendwie lang rennen oben? Nee, ne? Das geht ja bis zur Decke. Quatsch. Ich wollte es eigentlich verlangsamen. Hey. Okay, also das funktioniert auch nicht. Hier aus da hochspringen, weiß ich nicht. Ich probiere das mal. Ah, nee, keine Chance. Ach du Scheiße. So, da an dieses Klettergitter komme ich irgendwie auch nicht ran, wobei ich auch bezweifle, dass das tatsächlich ein Klettergitter ist. Das scheint auch bündig abzuschließen. Ah, von da oben nach links springen. Ist es da eine Lücke, wo man hochklettern kann? Nee. Ja, okay.
Also um ehrlich zu sein, ich bin gerade so ein bisschen ratlos, wie ich da hinkommen soll. Also hier gibt es schon Stufen irgendwie, ne? Das sieht so aus, als wenn man von hier aus wirklich da hoch soll, aber... Ich sehe nicht wie. Hier an der Wand kann ich echt nicht lang laufen. Ich versuche noch einmal da hoch zu springen und mich dann ranzuziehen oder sowas. Nee. Okay, ich werde hier einfach mal einen Cut machen und das noch ein bisschen ausprobieren und dann schauen wir mal, wie das funktionieren könnte. Ha, okay, also, man kann hier diese Teile abschlagen. Das muss man natürlich wissen. Okay, das war schon mal Mist. So, ich benutze mal hier diesen Meditationskreis vielleicht. Das war falsch. Geht raus, ne? Also kurz bevor er wieder zurückfährt, muss man ihn erwischen. These workers lack proper leadership and motivation, which you cannot provide. You're relieved. Na. Ein neuer Offizier haben wir hier. Ein Schlagstock, in der neuen Kommandeurin von Projekt Bora gehörte. Sie war entschlossen, Fortschritte zu erzielen und sich selbst auszuzeichnen. Okay, gut. Dann werde ich mal gucken, wo wir noch hin müssen auf der Karte schnell. Ich mache nochmal einen Cut, damit die Folge nicht so endlos lang wird, während ich hier auf der Karte rumdoktere und so. So, also wir wollen in die Eishöhle runter und dann zur Absturzstelle. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal irgendwie zurückrennen zum verwitterten Monument. Achso, da hoch kommen wir gar nicht, ne? Da kann man nur runterrutschen. Ansonsten wäre ich hier natürlich gerne zu den windumtosten Ruinen gegangen. Wie kommen wir denn von hier aus? Nach unten. Ich bin mir sicher, da gibt es einen Weg hinab. Hier drüben zum Beispiel, das ist ja eher von da hinten. Ah, da muss man auch noch hin, ne? Zur Absturzstelle will ich eigentlich. Wir rennen erstmal zum verwitterten Monument zurück. Und dann gucke ich nochmal auf die Karte. Okay, das hätte wunderbar funktioniert.
Hier komme ich auch nicht hoch, ne? Denke ich mir. Das heißt, ich muss in die andere Richtung. Ach, das ist ja jetzt total blöd. Na gut, ah, das macht die Entscheidung wenigstens einfach. Hier. Ach du Scheiße, ja, okay, das ist eine gute Ecke. Das ist eine sehr gute Ecke. Oh, da habe ich noch gute Erinnerungen. Ja, renn doch mal. Ist er super gerannt. Ja, aber wenn er sprinten soll, so auf kurze Distanz, macht er das nicht. Das ist klasse. So, wo komme ich denn hier eigentlich an, wenn ich da weiter entlang gehe? La 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 la. In den alten Katakomben. Ja, das ist doch super. Da will ich doch eigentlich genau hin. Und dann kann ich nämlich hier in die Eishöhlen hinabrutschen. Ja, ich muss nur hier diese Rutschpartie überstehen. Hui, hup. Alle, hopp. Ups. Hup. Ja, genau. Und von hier aus kommt man nämlich, ne? Und dann habe ich beim letzten Mal nicht gecheckt. Hier habe ich vielleicht noch runtergeguckt. Dann kommt man hier hoch und da habe ich nicht gecheckt, dass man sich einfach umdrehen und nach da oben weiterlaufen kann. Super. Ups. Jups. Das ist alles gar kein Problem hier. Bin ich noch auf Kurs? Ja. Also was von. Noch einer. Ah ne, da ist das Geheimnis, da will ich gar nicht hoch. Beziehungsweise war noch ein Echo. Genau, und da habe ich mich ja hier aufgeregt beim letzten Mal, dass man mit dem Fahrstuhl nicht runterfahren kann, ne? Aber oh, shoot. Besser. So, hier enge Kurve, enge Kurve, enge Kurve. Ganz schön wenig los. Ich meine, hier war ich auch schon mal, aber... So, und ich will jetzt gerne zur Absturzstelle hoch und das müsste hier drüben dieser Lift sein. Denke ich. Stimmt das? Genau. Also einfach hier an dem Fettklops vorbei und dann da hinten über diese drehenden Räder. Another.
Nimm das, du. Da hinten. Da ist mein Lift. Da will ich hin. Gut gemacht, Kerl. Schafft es darüber, oder? Nee, ich schaff's nicht darüber. Ah, ist ein Ding. Muss ich echt hier entlang. Au. So, ich bin am richtigen Fahrstuhl, vermute ich. Jo, sieht gut aus. Also, da muss ich mal gucken, was uns hier noch fehlt. Ich glaube, getaucht bin ich hier auch noch nicht. Ne? Da ist ja dann unten an der Absturzstelle Wasser. So, erstmal niemand hier. Schau mal auf die Karte. Wie viel fehlt uns denn hier noch? 2 von 8 Truhen erst. Ach du Schande, waren die alle noch verschlossen? Gehackt oder was? Ich meine, da hinten habe ich mich komplett noch nicht umgesehen. Da ist das Venator-Wrack. Na gut, ja, wir rennen erstmal da raus. So, hier tauchen wir mal ab. Das konnte ich nämlich beim letzten Mal, glaube ich, noch nicht, als ich hier war. Aber hier hat sich gar keine Kiste unter Wasser versteckt. Darauf hätte ich ja getippt, dass hier irgendwie eine Kiste unter Wasser wäre. Okay, da leuchtet jetzt einfach nur so ein bisschen geheimnisvoll. So, aber hier gibt es noch ganz viel unter Wasser, was wir erkunden können erstmal. Schauen wir mal hier hinten an der Ecke an. Ach, da sehe ich doch schon eine Kiste. Eine neue Lichtschwerthülse, die Elementarnatur. Hier haben wir ein abgestürztes Schiff noch. Das ist aber scheinbar nicht interessant genug, um es mal zu untersuchen. Ja, wenn die hier alle unter Wasser sind, dann ist ja echt kein Wunder, dass ich die noch nicht gefunden habe. Noch nicht finden konnte beim letzten Mal.
Vielleicht gucken wir uns erstmal hier hinten in der Ecke um. Geht's hier weiter? Oh ja. Überall noch weiter. Na gut, tauchen wir erstmal in den Tunnel hier rein. Den Elementarnatursender haben wir hier erhalten. Ach, hier hinten bin ich jetzt gelandet. Aha. So, tauchen wir mal wieder ab. Das hier hinten noch. Ich glaube, hier gab es auch noch einen Bossgegner, ne, den ich ignoriert hatte beim letzten Mal. Weil der. Ah, Kiste. Weil der mir zu schwierig war. Was haben wir jetzt hier gefunden? Drei oder vier Kisten auf jeden Fall, ne? Poliertes Bronzium. Müsste hier nicht so ein fettes Vieh und 3 Millionen von diesen kleinen Viechern sein. Komm schon hoch, Kerl. Danke. Und hier müsste auch eigentlich auch so ein Vieh wohnen. Da hinten habe ich noch eine Kiste erspäht, die haben wir aber schon geplündert. So, schauen wir mal, was fehlt uns denn hier noch? Zwei Truhen fehlen uns noch an der Absturzstelle. Achso, und das hier ist der kaputte Flügel mit dem Boss. Da fehlt uns auch noch eine Truhe. Ja gut, der ist ja größenmäßig beschränkt, dann gehen wir vielleicht erstmal da rein. Mal hier oben entlang. Brauchen wir nicht. Wir haben das Kraftfeld schon abgeschaltet, Bibi. So, da unten war aber auch keine Truhe mehr, oder? Die ich jetzt unbedingt mitnehmen wollte. Ja. Sieh mal einer an. Wo war denn der letzte Meditationskreis, den ich benutzt habe? Habe ich den hier vorne benutzt? Ich befürchte beinahe nicht. Das heißt, ich könnte dann richtig weit hinten landen. Ist der alleine?
Und den haben wir schon. Owo Adnan. Ich habe keine Ahnung, was seine Spezialfähigkeit war. Er ist nicht mehr dazu gekommen, die zu demonstrieren. Da gibt es hier oben gar keinen Speicherkreis im kaputten Flügel. Nee, irgendwie nicht so richtig. Das ist natürlich blöd, wenn da unten jetzt so ein Bosskampf ist. Ich meine nicht, dass ich nicht hundertprozentig überzeugt davon wäre, dass ich den Boss sofort beim ersten Versuch lege. So, wir versuchen den Boss heute nochmal. Dann haben wir den kaputten Flügel, machen wir heute noch. Und dann. Ups. Beenden wir die Folge. Der Kopfgeldjäger, der hat da unten direkt neben der Tür gelauert, irgendwie, ne? Wie es aussah. Und schon hinterhältig von ihm. Puh. Muss ich das Ding bremsen, oder? Ich kann da drüben auch einfach wieder hochkrabbeln bei Gelegenheit. Das Coole ist natürlich, dass mein Lichtwertschwurf, glaube ich, gar nicht so wenig Schaden gemacht hat. Ich kann keinen Stim benutzen, um meine Kraft wieder aufzuladen. Das ist natürlich jetzt mal richtig dumm. Scheiß. So, zum Glück bin ich hier nochmal zum Speichern hingerannt. Er lebt wieder. Wie hat er mich da getroffen? Ich schwöre, ich war 100 pro 3 Millionen Meter weg von ihm. Der wütende Jonas. Ich glaube, ich werde ihn einfach mit dem Lichtschwertwurf irgendwie erledigen. Das dürfte wohl am sichersten sein. Wenn ich das von hier oben machen kann, so ein bisschen, und da muss ich halt ab und zu runter. Da fürchte ich.
mich dann wieder heilen kann. So, jetzt zum Beispiel. Und da muss ich jetzt aufpassen, halt nicht allzu heftig von ihm erwischt zu werden. Okay, du sollst da hoch. Du Lappen. Okay, wir rennen hier unten rein. Das scheint sicherer zu sein. Lauf, Kerl! Was bummelt er denn so? Toss me one, BD. Okay, hier unten ist also der deutlich bessere Camping-Spot. Und damit habe ich alle geheimnisvollen legendären Kreaturen besiegt. Da unten ist der Camping-Spot, den man benutzen möchte. Interessant. So, gab es hier hinten? Ja, ne? Irgendwie, ich hatte auch gesagt, im kaputten Flügel gibt es noch eine Truhe. Wo könnte die denn sein? Ich meine, so groß ist das Ganze hier nicht. Ist entweder oben auf der Brücke oder hier unten. Ach so, solche Viecher seid ihr. Ist gut, wenn man hier von der Seite kommt. So, nach oben geht's hier nicht, denke ich. Kerl, stell ich doch nicht so an. Oh, was? Achso, er will hier das Überladen beenden, aber das Überladen mag ich. Aber beim letzten Mal hatte ich noch kein Tauchdings, ne? Das heißt, ich kann vielleicht da durchtauchen, reintauchen, irgendwas tauchen. Vielleicht kann man hier aber auch nicht durchlaufen. Es sieht beinahe so aus, als wenn hier keine Kiste wäre. Wow. Vielleicht, na ja, da ist eine Kiste ins Wasser gefallen. Rekalkos, oh, das ist cool. Na, hier komme ich gar nicht raus. Na, es ist gar nicht vorgesehen, dass ich so rum hier durchlaufe. Oder kann ich mich hier ranhangeln? Ja. Jedi observed. Valueless. Ups, Fehlfunktion. Hier gehe ich auch noch mal tauchen. Ich denke, ich habe hier alles erkundet, oder?
Nein, ich laber doch nicht. Als wenn ich da so dicht dran gestanden hätte. Neil, pick me up. So, schon sind wir wieder hier oben. Ultra nice. Uhuhuhu. Das war aber echt im letzten Moment abgesprungen. Wahrscheinlich wäre ich wieder gestorben, wenn ich noch drauf gestanden hätte. Was erfährt denn noch hier? Ist ja schon ins Wasser gefallen. Ich sag schon, es ging gar nicht, weil er beim ersten Mal nicht reinfallen wollte. Ich hier drauf. Ich wollte mal da zum oberen Speicherkreis, weil es einfach dichter ist. Hat man hier nicht immer diese Rennerei? Ich würde sagen, Jungs und Mädels, ich schau noch mal, was fehlt uns denn hier noch an der Absturzstelle? Noch ein bisschen was, oder? Zwei Truhen noch, die werden wir wahrscheinlich da drüben finden. Da müssen wir noch ins Venator-Wrack, wo uns noch alles fehlt, weil ich noch gar nichts erkundet habe. Geht's nach unten hin? In die Grabungsstätte. Ach echt? Vom Venator-Wrack. Na gut, meinetwegen. Jo, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.